Das Wirtschaftsforum der Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt hat sich mittlerweile als fester Höhepunkt im Veranstaltungsjahr etabliert. Hochinteressante Referenten, spannende und bewegende Themen kennzeichnen dieses alljährliche Event. Auf den ersten Blick hat das diesjährige Thema aber nicht direkt etwas mit Wirtschaft zu tun. Uns ist durchaus bewusst, dass dieses Thema inhaltlich von dem bisherigen Weg etwas abweicht. Aber wenn man das Thema mal genauer betrachtet, die Krisenherde dieser Welt, ob das die islamische Region ist oder die Terrorgefahr in diesen Gebieten, haben sehr wohl großen Einfluss auf Europa. Man sieht das ja so in den USA bisher schon, aber auch bei uns die Auswirkungen. Und deswegen dachten wir, und ich glaube, die Resonanz beim Publikum hat das auch gezeigt, dass dieses Thema Chaos, die neue Weltordnung auch für unsere Region sehr interessant ist und wir davon eigentlich nur lernen können. Und für dieses Thema wurde auch die ideale Referentin gefunden, Dr. Antonia Rados, bekannte Journalistin und Auslandskorrespondentin. Die Expertin für die Krisenherde im Nahen Osten spannte in ihrem Vortrag den Bogen von den Wurzeln der Probleme bis hin zur aktuellen Lage. Wir haben heute eine Welt, die in völligen Umwälzungen ist. Nichts bleibt mehr so, wie es noch vor 10 Jahren war. Eine der Tendenzen, eine der Sachen, die wir sehen, ist, Amerika zieht sich als Supermacht zurück. Das hat vor allem Folgen für die wichtige Region des Nahen Ostens. Ich würde sogar sagen, der Nahe Osten ist die wichtigste Region der Welt überhaupt, war es immer. Sie zeigte auch ganz konkret die Anforderungen an den Westen auf. Die Europäer müssen sich ganz einfach eine neue Nahostpolitik überlegen und auch danach handeln. Die Zeit der Kriege ist vorbei. Wir Europäer können und sollten uns das auch nicht leisten, dort Krieg zu führen. Das ist zu teuer, das ist nicht in unserem Interesse. Amerika ist weit entfernt, der Nahe Osten ist unsere Nachbarregion. Daher müssen wir unsere Beziehungen zum Nahen Osten zu einigen wichtigen Ländern wie dem Iran und der Türkei auf eine neue Grundlage stellen. Wir müssen auf Augenhöhe mit denen verhandeln, anders wird es nicht gehen. Aber warum bietet denn die Sparkasse ihren Kunden alljährlich dieses Event? Wir wollen einfach für unsere Kunden auch einmal den Blick über den Tellerrand drüber hinausschauen, über die Regionen hinausschauen, sich auch einmal mit Themen beschäftigen, die wir auch so täglich in den Medien, in der Presse lesen und hören. Das wollen wir für unsere Kunden organisieren und denen auch mal bieten. Das soll keine Werbeveranstaltung, keine Verkaufsveranstaltung sein, sondern einfach mal ein Dankeschön auch an unsere Kunden für die Treue zu uns, für die gute Geschäftsverbindung und für die Partnerschaft, die wir miteinander haben. Und natürlich gab es für die Gäste im Anschluss an den informativen Teil auch wieder eine Fülle an kulinarischen Genüssen und die Gelegenheit zum Gedankenaustausch.